Es waren die Bierbrauer, die hier den Grundstein gelegt haben. Schon vor über 150 Jahren setzten sie ihre Maschinen in Bewegung. Drehten sich die Schwungräder im Kesselhaus. Die aufstrebende Hauptstadt brauchte Bier und die Braugesellschaft am Kreuzberg lieferte. Auch in den benachbarten Vergnügungspark Tivoli. Hier traf man sich mit Kind und Kegel. Das ist Geschichte. Jetzt werden Handwerker im Kesselhausquartier ein neues Kapitel aufschlagen. Wo früher Bierfässer rollten, entstehen Wohnzimmer. Das Gebäude wird komplett umgebaut. In diesen historischen Mauern werden bald Licht und Leichtigkeit einziehen. Das Haus ist das Herzstück der alten Brauerei. Und damit Teil eines in sich geschlossenen, einzigartigen Baudenkmals. Viele der Gebäude sind bereits saniert. In ihrem Zentrum das Kesselhausquartier. Es besteht aus 4 Teilen, dem Maschinen- und Kesselhaus und dem Werkstatt- und Brunnenhaus. Das Objekt wird aufwendig und behutsam saniert. Die historischen Elemente bleiben erhalten. Wer hier einzieht, erlebt eine gelungene Mischung von Geschichte und Moderne. Es entstehen 66 Eigentumswohnungen, zum Teil hinter Backsteinmauern oder in neuen, den Komplex ergänzenden Gebäudeteilen. Die alten Zinnen- und Spitzbogenfenster stammen aus einer Zeit, als hier noch Bier gebraut wurde. Neue Terrassen und Balkone stehen für eine Zukunft mit Lebensfreude und Wohnqualität. Moderne Aufzüge und Treppenhäuser sind selbstverständlich und ein Blockheizkraftwerk liefert im Winter die notwendige Behaglichkeit. Das Kesselhausquartier wird zur Heimat von Menschen, die ein ruhiges Wohnumfeld suchen. Und dabei keinesfalls auf die Vorzüge einer pulsierenden Großstadt wie Berlin verzichten wollen. Die Hauptstadt ist mit ihren 3,5 Millionen Einwohnern die mit Abstand größte Stadt Deutschlands. Sie ist Regierungssitz und gleichzeitig Magnet für Touristen aus aller Welt. Jahr für Jahr kommen immer mehr Besucher und erleben, wie sich diese Stadt ständig weiterentwickelt. Für seine Bewohner ist Berlin aber vor allem Heimat und Lebensmittelpunkt. Wer es sich leisten kann, sucht seine Wohnung nahe dem quirligen Zentrum und stößt dabei fast zwangsläufig auf den Kreuzberg und das alte Brauereigelände. Eine Insel der Ruhe mitten in der Stadt. Seit über 10 Jahren wird hier saniert. Inzwischen sind fast alle Arbeiten abgeschlossen. Autos stören und trotzdem möchte niemand darauf verzichten. Hier ist das kein Widerspruch. Geparkt wird in einer Tiefgarage. Das Areal ist autofrei. Das Quartier profitiert auch von seiner Lage direkt am Viktoriapark mit dem Schinkeldenkmal auf der Spitze des Kreuzberges. Der Park bietet Erholung und verblüffende Perspektiven. Der Bezirk gilt als Szeneviertel und das mit Recht. Fast 20% aller Kreativarbeiter Berlins leben hier. Sie suchen die Mischung aus Kneipen, Cafés und kleinen Geschäften, die hervorragende Infrastruktur und moderne Einkaufsmöglichkeiten. Die Gegend ist weltoffen und kosmopolitisch. Mittendrin das Kesselhausquartier. Wer sich für eine der neuen Wohnungen entscheidet, bekommt neben einem spannenden Wohnumfeld vor allem Qualität. Hier wird für hohe Ansprüche gebaut. Die Sanierung wird von Profipartner und Grundstein gesteuert. 2 Unternehmen mit jahrelanger Erfahrung bei der Umwandlung alter Industriedenkmäler in moderne Wohnanlagen. Erfahrungen, die sich natürlich auch in den Wohnungen wiederfinden.
Mit der Sanierung wird das Potenzial dieser alten Mauern freigelegt. Das Brauereigelände ist wie eine Stadt in der Großstadt. Und das Kesselhausquartier wird ihr neues Zentrum. Die Außenanlagen werden nach den Plänen einer Landschaftsarchitektin gestaltet, mit kleinen Bäumen, Hecken und Ruhezonen. Für Qualität bei der Sanierung des Kesselhausquartiers steht auch die Baubegleitung durch den TÜV Süddeutschland. Die Mitarbeiter des Unternehmens werden die Baustelle in regelmäßigen Abständen begehen. Wer hier kauft, erhält mit der Abnahme durch den TÜV also eine TÜV-geprüfte Wohnung. Zwischen Kessel und Maschinenhaus liegt der Arkadenhof. Hier wird das gelungene Miteinander von alt und neu am deutlichsten. In der Mitte ein Wasserbecken und das alte Schwungrad. Vor langer Zeit trieb es Maschinen an. Jetzt ist es das Wahrzeichen eines Baudenkmals, in das bald Bewohner einziehen werden.